machst du meine Lampe kaputt. Ich muss wieder einen Elektriker anrufen. Ja, willst du überlegen, wo die herkommt? Na, unter dem Fisch. Jetzt finde ich das Klett nicht. Alter, ich brauche auch keine... Alter, ihr zwei, wenn man euch so hört, ehrlich. Nimmst du deinen Stuhl mit durch? Ihr seid wie Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. So, Nico. Und Onkel Marx hat das Thema auch erledigt, meine... Aber eigentlich müsst das ja nochmal singen. Das war ja nicht mal mit Betonung, oder? Das war ja bloß so runtergeleiert. Ich kann nicht besser singen. Ja, aber da fang mal an. Das waren meine große Maulschulden, die habe ich jetzt eingelöst und damit ist gut. Du musst das mehr aus der Lunge bringen. Ja, dann mach du doch. Ich kann ja nicht singen. Dann hör auf zu urteilen, du bist wie Dieter Bohlen, du hast keine Ahnung, also lass es sein. Aber ich mache Millionen. Ja. Egal, ob Plus oder Minus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben Pfingsten. Wen hast du gefangen? Die alte Männertour ist am Wasser. Die alte Männertour. Es werden auch nicht mehr als nur wir drei alten Männer. Aber das ist auch ganz mal ganz gut so. Da können wir uns gegenseitig die Ohren voll jammern. Ja, wie ihr seht, wir sind wieder an meinem Lieblingssee und probieren es mal schön auf Karpfen. Ich habe zwar dieses Jahr schon einen gefangen, aber das reicht noch nicht. Nicht für den Auftakt. Das war ja nicht mal deine Route, ne? Das war David, aber David konnte ja nicht an der Route gehen. Also wer den Fisch landet, dem gehört er. Da hat er Pech gehabt. Genau. Er hat mir ja auch überlassen. Tja, wir werden jetzt mal ein bisschen was essen und dann gucken wir mal, was der Abend noch so bringt. Viel wird es nicht sein. Der Tag heute war für mich richtig kacke. Für die beiden eher weniger, aber naja. Es gibt aber nichts, was ein Gösser nicht heilt. Das kriegt die Bulle nicht ab. Das sind die Trinker. Prost. Ja, Prost. Und du trinkst ja nicht mit. Ich habe ja schon gleich alle. Oh, ich weiß ja nicht, was ihr macht. Der muss jetzt zukommen. Der hat Entzug. Nein, ich bin mal froh, am Wasser zu sein nach Langen. Weil ja. vor einer Woche hat es ja nicht geklappt, weil hier so wenig Wind war. Ja, da waren hier 30 cm hohe Wellen. Da hätte ich mein Futterboot gar nicht ins Wasser setzen brauchen. Da hätte es gleich hier am Holz zerschellt. Das hätte absolut keinen Sinn gemacht, sag mal abgebrochen. Aber Dirk, eigentlich müssten wir uns mal bedanken, ne? Bei den geilen Kommentaren, die sie in dem letzten Video das gegeben haben. Das wollte ich später machen, aber wenn du es jetzt immer ansprichst, ist das okay. Ja, also, ja, Libby. Ja, was denn? Ich fand die Kommentare eigentlich recht lustig und auch richtig gut. Das ist richtig top, das muss man auch mal hier sagen. Und es ist nicht jetzt nur Nils oder irgendjemand anderes, die grüßen. Wir grüßen alle ganz herzlich. Und ja, wir hoffen auch ganz toll, oder ich hoffe auch ganz toll, dass ihr weiter so fleißig dabei bleibt. Und immer mal noch einen Daumen und mal ein Smiley. Ihr müsst ja keinen Kommentar machen. Genau. Da würden wir uns ganz dicke freuen, weil es ist ja keine Werbung und nichts drin. Ihr könnt alle in Ruhe gucken, was mir selber auch gefällt. Ich bin ja nicht immer dabei. Ja, aber ich hoffe, dass es nochmal klappt mit Dirk mit seinem Sofa, ne? Das war so. Ich möchte es sehen und ich weiß noch wer. Nein. Ich habe schon mit Bibi und Tina bei Facebook so die große Fresse gehabt, dass ich da halt große Schnauzerschulden jetzt einlösen musste, also beziehungsweise bringen musste. Tja. Aber die Couch, ich habe gesagt, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Das heißt aber nicht, dass ich es machen muss. Aber wann hast du mal nicht die große Klappe? Also wenn ich jetzt mal überlege, bei Facebook, schon öfters gewesen, ne? Jetzt willst du mich wieder moppen, weil ich zweimal 29 Tage Kontoeinschränkungen hatte oder was? Wieso hattest du kein Geld? Nein, auf Facebook hatte ich zweimal 29 Tage hintereinander gekriegt gleich. Ja, ja, wenn du mal so eine komischen Sachen schreiben tust, was eigentlich lachhaft ist. Ja, eigentlich war das alles nur Satire und nicht, dass jemanden angreift, aber das ist halt die Meinungsfreiheit bei Facebook ist beschränkt. Ja, es macht ja auch eigentlich keinen Spaß mehr. Nee, es macht irgendwo keinen Spaß mehr. Wenn wir die Fanpage nicht hätten, hätte ich meinen Account schon längst gelöscht. Aber nee, Facebook macht mittlerweile überhaupt keinen Spaß mehr. Aber wie gesagt, top, bleibt uns treu und genau. Macht weiter so. Wir sind da vielen Dank. Ja, die Menge an Kommentaren war überwältigend. Ihr habt ja gesagt, habt ihr gesehen, Libby und ich haben fast wirklich, also wir haben eigentlich jeden beantwortet. Naja, du diesmal mehr wie ich. Ich habe auch nicht die Zeit so gehabt momentan. Ich muss mich ja viel mehr jetzt um meinen Enkel kümmern noch. Und um Hausbau und... Naja, nicht Hausbau, aber ein bisschen mithelfen und gucken und naja. Das ist jetzt genug gelabert jetzt. Aber die Leute wollen eigentlich ein Fischvideo sehen und kein Labervideo.
Der hat bloß Hunger. Ja, ich habe Hunger. Aber auch da geht das Kauwerkzeug. Naja. Ihr hört was. Essen wir jetzt. Essen. Gut, dann rutsch rum. Okay. Ich hol mal die Soßen. Mahlzeit am nächsten Tag. Die Nacht war für mich erwartungsgemäß ruhig, weil die erste Nacht fangen wir hier selten was, haben wir aber auch schon erlebt, dass wir was gefangen haben. Ja, wir müssen erstmal gucken, welcher Tiefe jetzt die Fische stehen. Wir haben jetzt die Routen alle nochmal neu gemacht, haben uns noch ein paar andere Stellen gesucht, andere Tiefenbereiche. Ja, gucken wir mal, was geht. Und die zwei hier, die machen sich jetzt ihr Abendbrot fertig. Nein, ich esse auch was von dem Salat mit. Unter Zwang. Nein, nicht unter Zwang. Ich esse ja Salat ganz gerne, solange wie da keine grünen Blätter drin sind. Aber ich sehe schon jetzt von hier aus, da sind grüne Blätter drin. Libby würde sagen, eine Plätze. Diese Straße, die zählt aber. Ja. Mein erster richtiger, also nee, ist ja nicht mein erster, das ist ja mein zweiter Karpfen, aber der erste, der sich mal richtig gut sehen lassen kann. Chubby, 82 cm und 9 Kilo, glatt. Ja, aber bis jetzt noch ein bisschen unentspannt. Ich hoffe mal, ja, spielt jetzt mit. So, da haben wir den kleinen Okolyt. Schöner Fisch, bin zufrieden. Der erste für diesen Ansatz. Ich denke mal, wir haben sie jetzt gefunden. Ja, freue mich. Dann Petri. Was wird das heute? Ja, Holger wollte ja unbedingt, hat er sich gewünscht, zwei tote Vögel auf dem Grill. Mhm. Ich wollte ja Rotwein, es ist ja Rotwein, schön mit Knoblauch und noch Zwiebeln. Das ist bloß wegen der Feuchtigkeit. Mehr ist es ja nicht. Mal sehen, wie das schmeckt, sonst kommt ja eigentlich Rotwein rein. Das ist die Restverwertung von gestern von den Steaks, die Holger eingelegt hat. Zur Not können wir auch noch ein Schub Bier ran machen, können wir hoch. Und eine Flasche Sekt. Flasche Sekt können wir auch noch ankippen, ja, das ist kein Problem. Ja, schauen wir erstmal. Müssen wir gucken, ob die Kohlen überhaupt vertauen. Also es sind kleine Hühnchen, kleine. Wie viel hat 1,8 Kilo, oder? Ja, sagt leider bloß. Ein Hühnchen 1,8 ja, Kilo. Leider. Das sagst du leider. Drei Hähnchen. Nein, zwei. Zwei Hähnchen. Ich wollte ja drei haben, aber die 1,3 hatten sie nicht mehr. Also was blieb mir denn übrig? Uns arm verhungerten Jungs, da musste ich ja wenigstens zwei mitnehmen von den Großen. Und dazu gibt es eben halt. Eigentlich sollte es weniger werden, aber. Leute, ich kann nicht dafür. Der. Hier, nee, hier, höher. Wie was? Ich bin gar nicht im Bild. Aber eigentlich war es ja dein Wunsch. Das stimmt, das war mein Wunsch. Naja. Schauen wir mal. Weil die ganz lecker waren beim letzten Mal. Ja, beim letzten Mal, wer weiß, was diesmal ist. Jetzt habe ich nämlich keinen so schönen Anfang. Deswegen wollte ich die nämlich andersrum haben. Ich muss aber den Tittenhalter entfernen. Das kann sich jeder selber rausbügeln. Ja.
aber Soße brauchen wir nicht. Ich würde erstmal ein kleines Stückchen und so. Stößchen. Das Schlimmste als erstes Rotwein. Stößchen. Ich trinke Rotwein. Prost. Auf das noch was hier. Ja. Schauen wir mal. Das steht schon. Möchte einer was drin? Nee. Da ist genug drin. Wie schön. Dann lasst es euch mal schmecken. Jetzt können wir den Teller eigentlich in die Mitte stellen? So den Knochen. Knochenteller. Und hier dann nur, damit ihr es glaubt, ja. Tortillock ist Salat. Sogar mit grünen Blättern drin. Mit grünen Blättern. Und stirbst du jetzt? Nö. Nö. Schmeckt lecker. Ist gut. Hm? Ist gut. Das hier ist doch sein Gewürz, was er sich gewünscht hat. Nein, ich habe mir keins Gewürz gewünscht. Na, irgendwas ist, was du immer gesagt hast, das ist doch. Ja. Das ist die Gewürzmischung Schlitterlibi. Die mag ich unwahrscheinlich gerne. Ja, Muschel. Schmeckt er? Nee, der hat Muschel ausgeschissen. Ja, na klar. Doch? Ich habe ihn schon gesehen. Der ist noch recht unentspannt, der Kollege. Aber egal. Heute Nacht 2:30 ist meine Route das zweite Mal abgepfiffen. Es war leider der einzige Fisch, der noch heute Nacht lief. Es war wieder auf den Maisbeuli. Woran es liegt, wir wissen es nicht, aber wir wollen jetzt erstmal nicht mehr drüber beschweren. Also ich nicht. Wird mir langsam peinlich den anderen Beten gegenüber. Es ist wieder ein Schuppi. 87 cm, 9 Kilo. Der ist auch sehr markant, weil der hat eine übelst zerfetzte Rückenflosse. Ich hoffe, man sieht es gleich. Der Kollege ist noch recht unentspannt, weil der war im Karpfensack drin. Aber wir haben gesagt, wir filmen dann die Nacht nicht nochmal. Es sei denn, noch ein zweiter gekommen, hätten wir beide die Nacht gefilmt. Ja. Ich versuche euch jetzt mal zu präsentieren, ob er sich jetzt schon so weit beruhigt, dass er sich von mir anfassen lässt. So. Entweder machst du mich gleich übelst nass, oder... Peitschi, Peitschi. Bleibst du tiefenentspannt? Bleibst du tiefenentspannt. Ja. Rückenflosse seht ihr ja hier oben. Sieht schon sehr, sehr mitgenommen aus. Aber halt, wie gesagt, man soll es nicht glauben, 87 cm, 9 Kilo. Er ist aber halt übelst fett. Ja, also, schöner Schuppi, ich freue mich. Und hoffe, dass heute noch ein, zwei solche Fische kommen. Petri! Dank! Du siehst richtig. Was siehst du richtig? Der hat abgelöscht. Das ist richtig weich hinten. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Dass diese mit Leichen sind sie durch. Ja. Aber schöner Fisch. Schöner Fisch. Hast du fein gemacht, meiner. So, dann bereite ich mal mein Futter vor. Was ich hier. Ich habe da schon zu Hause. Ein bisschen vorgearbeitet, war beides klein geschnitten. Dann wie immer hier meinen schönen kleinen blauen Becher. Mache ich dreiviertel voll. So. Dann nehme ich mir ein bisschen Grundfutter. Welches ihr da nehmt, ist egal. Ich habe das hier von RSR. Kommt erstmal unten ein bisschen Grundfutter in den Eimer rein. Dann kommen die Boilies drauf. Dann
kleiner Schluck Liquid. Da ist noch nicht Dreck drin sogar. So, dann kommt hier noch ein bisschen Boilypaste. Breche ich hier so ein paar Stückchen von der Boilypaste mit rein. Und dann wird das Ganze einfach nur geschüttelt. Das ist alles, was ich hier rausbringe. Und das muss auch reichen. Und hat auch bei den letzten zwei Karpfen funktioniert. Wie gesagt, da habe ich einen Fischknobelboilie drauf. Da ist bis jetzt noch gar nichts passiert, aber hey. Wir gucken mal. So, meine Erfolgsmontage von den letzten zwei Karpfen ist einfach nur ein 24er Boilie. Den schneide ich erst oben flach, dann höhle ich den aus. So, dass ein 16er Poppy da wirklich optimal reinpasst. Und das ist alles, mehr mache ich nicht. Also normalerweise eigentlich ohne Poppys, aber es hat sich hier wirklich bewährt, dass ich da halt mit einem Poppy angel. Und man hat auch gesehen, die Fische haben, die zwei Karpfen haben die Montage auch richtig schön weit eingesaugt. Also es scheint zu funktionieren hier an dem Gewässer. Ah, bin fertig. Hast du jetzt einen richtigen Knoten gemacht oder nur einen Mädchenknoten? Hast du einen 8er Rundumschlag festhaken gemacht oder so? Jetzt müsste ich ja noch eine Schere haben, die nicht schneidet. Aber wenn man die Faden nicht sieht, klappt das nicht. Zack, Finger abgeschnitten. Immer das wegschneiden, was am dicksten ist. Das sind doch deine Finger, das sind doch die ersten Finger, oder? Kannst du ruhig den abschneiden, das sind Milchfinger, die wachsen nach. Die, ja, das sind die ersten noch. Ja, das sind die Milchfinger, die wachsen nach, wenn du einen abschneidest. Musst du mal ausprobieren. Also wenn ihr das seht, das ist schon kurios, wenn zwei Mann zugucken und der dritte sich abmüht. Also das ist eine Ausrede. Wir gucken ein paar hundert zu jetzt gerade. Bei alten Männern dauert es halt. Ja, mit dem Einlochen geht es da nicht mehr so schnell. Davon nee, ja, mach aus. Warum? Tja, irgendwas fehlt da. Aber ist aber nicht so schlimm, du kannst hier unten den Quick-Chip raushängen. Alter, fehlt. Nochmal. Hippie, das sieht gut aus. Schauen wir mal, ob wir ihn rauskriegen. Machst du doch oder willst du hier rüber? Ich denke mal, ich werde ihn wohl hier nehmen. Bei dir? Ja, da kann mir mal. Alter, das ist doch ein Rüscher. Oh, kleine Sonne. Ja, das hat damit zu tun, dass sie weich. Alter, sag ja nicht, dass der Kleine. Hm.
Sieht das aus wie ein Koi oder wie? Das sieht aus wie deiner. Sieht aus wie ein Koi? Ja. Warte mal. Versuchen bloß hier rüber. Ja. Ganz gut. Will, dass ich euch was erzähle, was soll ich denn sagen? Ja, ich müsste das im Wasser machen, weil es unbedingt schwimmt, das kommt. Ne? Lass mich erstmal. Ich hatte die letzten zwei. Ich habe die letzten zwei Tage zwar keine Bisse bekommen. Ich denke mal, es liegt auch daran, dass ich es versucht habe mit einem 30er Boilie und zwei 25er. Wo ich denke, das ist doch ein bisschen zu groß gewesen. Ja, und heute, den vorletzten Tag, am 25er. Und ja, da lief gerade, wir haben vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde her, abgelegt und da pfiff die Rute los. Ich wollte gerade was trinken. Ja. Freut mich, einmal frei. Ist ein sehr schöner Fisch. Ich denke mal, das ist mit Karpfen, das ist so eine Kreuzung zwischen Karpfen und Koi, nehme ich mal an. Aber der sieht richtig geil aus. Ja, wiegt 8,5 Kilo, hattest du gesagt, und 86 cm. Also ich bin zufrieden, wie gesagt. Hat es auch bei mir gerappelt. Also ich denke, das müsste ein Ghost sein. Na, komm her. Alter! Jetzt machen wir das anders. Wir machen das jetzt anders. Du willst so nicht. Dann willst du anders. So. Oh, Alter, komm jetzt her. So. Petri, richtig, schöner Fisch. Richtig schöner Fisch. Auch vom Kopf her. Na, also auch makellos. Top, bin sehr zufrieden, danke. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Aber ich denke mal, andere kriegen es auch hin. Nochmal schöne Teilchen, ich bin richtig stolz. Eine sehr schöne Farbe. So. Komm, ganz entspannt. Ich springe jetzt aber nicht rein, das ist mir zu kalt. Ja, ihr seht es im Hintergrund, ich habe endlich meinen Lebenstraum erreicht. Ich habe mein eigenes Haus am See. Mehr wird es bei mir nicht mehr. Geschieden. Ja, und weil ich ja einen Haufen Geld ausgeben musste für mein Haus am See, wird diesmal gespart. Es gibt keinen Dutch-Ofen, aber es ist trotzdem nicht weniger lecker. Und zwar machen wir heute einen Würstchen-Gulasch, einen blanken Restetopf. Ja, also Zutaten haben wir hier Wiener und Krakauer, dann lockere Bratwürste, die habe ich aus dem Darm gepellt und klein geschnitten. Dann haben wir noch Frühstücksknacker, die hat der Holger geschnitten. Und ein paar Steaks, die sind nur noch übrig geblieben. Zwiebeln, Libby hat noch schöne Zwiebelcreme mit Knoblauchcreme, die machen wir da nachher noch mit rein. Dann habe ich hier von den Sachsengrillern Dutch Ofenzauber ein bisschen Tomatensauce und ein bisschen Creme Fraiche. Und das war's schon alles. So. Und da legen wir es einfach mal los.
So, die Tomatensauce ist mittlerweile genauso, die ist nicht ganz so rot wie mein Kopf, meine Ohren, mein Rücken. Lippi hat sich auch ordentlich Pelz verbraten. Ja, der Würstchengulasch ist jetzt fertig. Ihr habt gesehen, es ist nicht viel, es ist kein Hexenwerk. Das Zeug kriegt alles überall zu kaufen und dort ist ein schönes Resteessen eigentlich. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, es ist ja auch eine komplette Eigenkreation. Ich mache das so ähnlich, da ist manchmal auch, aber halt nicht so in dem Maße wie jetzt mit den vielen Würstchen. Aber das konnte jetzt noch ein bisschen auf kleiner Hitze, da köchelt das noch so ein bisschen vor sich hin. Gewürzt ist es ordentlich. Ja, und dann. Der Lars kocht uns jetzt noch die Nudeln. Da hätte ich mal einen zweiten Topf mitnehmen müssen. Ja. Und dann können wir essen. Boah, wenn ja. Es müsste wirklich Geruchsvideos geben. Da kommt ein Duft aus dem Topf hoch. Das ist einfach nur. Boah! Da kriege ich glatt eine Piloerektion. Das ist nur der medizinische Fachausdruck für Gänsehaut, nichts Perverses. Jo. Lassen wir es jetzt noch ein bisschen köcheln, warten bis die Nudeln fertig sind, dann gibt es Schmackofatz. Gönnung. Wenn du 86, ne? Ihr müsst dazu wissen, wir haben dieses Jahr haben wir einen Brassenpokal ausgerufen. Den hat er letztes Jahr schon. Den hat der Robin schon letztes Jahr für sich einkreisen können. Und dieses Jahr geht der Robin nur noch Spinnfischen, damit er keine Brassenbär fängt, damit er den Pokal Ende des Jahres abgeben kann. Das will er nicht hören. Das will er nicht hören, ne? Ich habe gerade gesagt, dieses Jahr willst du nicht mehr Kauffangen gehen, damit du den Brassenpokal abgeben darfst. Nee, damit du nicht alleine sperrst. Aber schöne Rettungswesten habt ihr um. Ja, muss. Und Robin hat endlich mal diese Querstange hinten drin. Was? Querstange? Was? Ja, die Querstange am Belly, damit du nicht rausrutscht. Die ist immer drin. Ja, ja. Sicherheit. Ja, aber der hat hier unten Bleigurt jetzt drunter. Ja. Nee, ich hab's ja mal versucht mit 30er. Mhm. Und 30 noch ein Sonne. So, dann einfach mal. Gute Appetit, danke! Nee, ich esse nicht, bevor Libby gegessen hat. Ich will seit Urteil hören. Hä? Wenn es Libby nicht geschmeckt hat, schmeißen wir es über den Zahn. Nee, der ist ganz gut hier. Ehrliche Antwort. Ist okay. Okay. Ist aber nicht lecker, ist okay. Nee, momentan. Gut. Holger, komm, nicht, dass du verhungerst, ne? Ich könnte ja noch um Stunden handeln. Wir waren gerade angefangen mit Essen. Beiß. Und Holger hat ja noch keinen Fisch, also hat er jetzt meine Ruten gekriegt, der muss jetzt drillen. Hahaha. Ha. Komm, Mund auf, schlucken. Nicht spucken, schlucken. Schlucken. Komm, noch ein Häppchen, komm für Papa. Fein, mein Junge. Leck den voll ab, ey. Nee, ich leck nicht ab, Free Devil, das wollte ich jetzt nicht. Doch mal. So, nach zwei erfolglosen Nächten hatte ich das Glück, vom Dirk die Rute zu übernehmen. Hab da meinen ersten Karpfen in der Session dieses Jahr. Und muss sagen, ja, ist nicht so groß, für mich aber ausreichend. 70 cm, 5,5 Kilo. Ich weiß, es gibt größere, ich bin vollkommen zufrieden. Ich zeige euch in der Hoffnung, es funktioniert. Da ist. Nein, das wird nichts. Ich habe extra viel Wasser reingemacht. Ja. Das war mir schon fast klar. Hier ist er noch einmal. Ein wunderschönes Tier. Petri, Holger. Petri, Dank. So. Gut, damit hat man dann jeder in. Ja, das wäre dann gut.
Läuft. Schön. Wir saßen gerade noch so nett beisammen, direkt vor meinen Ruten. Voll ran. Und also, so wie der gekämpft hat, hätte ich ihn für riesengroß eingeschätzt, also für riesengroß, also für größer eingeschätzt. 75 cm und das waren 7 Kilo. Aber der Kerl hat Dampf ohne Ende gehabt. Also das war echt krass. Wollte dann gleich rüber ins Schilf. Da konnte ich ihn davon abhalten, aber ich konnte ihn leider nicht davon abhalten, vom Holger eine Route aufzulesen. War Gott sei Dank hier vorne schon am Steg, also der Köder ist nicht weit verrückt, wenn überhaupt. So, und ich versuche euch jetzt mal zu präsentieren. So, komm hier, Baby, komm, 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 Baby. So. Da ist er. Der kleine Scheißer. Petri, mein Dirk. Dankeschön. Petri. Der dritte Fisch für mich in dieser Session. Wieder auf den Maisbeuli gekommen. Ich bin mega zufrieden. Da hat sich der Sonnenbrand des Todes wirklich gelohnt, dieses Wochenende für mich. Schön, aber schöner Fisch. Herrlich. Ja gut, das ist ja schon am Bier. Das läuft schon. Ja, es läuft schon. Okay, es läuft schon. Es läuft schon. Ich weiß. Könntest du mal sitzen? Ja. So zufällig hier sitzen. Zufällig hier sitzen und da reingucken. Um die Community-Zeit zu machen. Feedback zu euren Feedbacks vom letzten Video. Also es war für mich mega überraschend, dass doch so viele unserer Bitte gefolgt sind und kommentiert haben. Und selbst wir waren überrascht über die hohen Zugriffszahlen zu dem Video. In so kurzer Zeit, also vielen, vielen Dank. Ich weiß, viele YouTuber sagen das immer, aber ihr seid definitiv für uns die geilste Community, die es gibt. Es waren nur positive Kommentare, auch sachliche Kommentare, was ich auch nicht wusste. Oder was heißt, wenn ich wusste, was ich immer ausprobieren werde, ist der Tipp mit dem Fiedern auf Aal. Im Futterkorb da ein bisschen Aalfutter und ein paar zackte Würmer reinmachen und dann nur mit der Fiederrute. Ja, mal probieren. Tja, Holger. Tja. Du warst ja nur mit Hauptprotagonist von diesem Video. Nein, nicht ich. Ich denke mal, das war mein alter Herr. War ganz stolz darauf, dass er mit über 80 noch die ganze Nacht geblieben ist. Hat uns auch noch gezeigt, wie es geht. Also das war schön für mich. Auch gegenüber meinem Vater mal so. Er war wieder mal mit Leuten und am Wasser und guten Freunden. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen, er hat euch ja auch ins Herz geschlossen. Auf jeden Fall. Also, wir ihn ja auch. Soweit fand ich das sehr schön. Ja, also das ist, wie gesagt, alleine dieses Erlebnis mit Vater und Sohn und dann auch noch, wie gesagt, in dem Alter immer noch so rüstig, immer noch so angelverrückt, wie er ist. Das war wirklich, fand das super. Das klaut ihr mir wohl meine Worte oder was? Oh, Scheiße, das wollte der Lippi sagen. Ey, ich muss sogar sagen, ich sage immer, danke erstmal für alle, die da kommentieren oder ein Smiley oder sonst irgendwas jetzt nochmal. Aber eins, wie gesagt, ich war ja selber nicht mit, ich habe es mir angeschaut, auch wenn es ein bisschen später ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Alter noch, sag ich mal, er ist ja noch sehr rüstig, angeln zu gehen, so viel Spaß dran zu haben, das finde ich erstmal richtig klasse. Und wie gesagt, das hat alles auch im Endeffekt gar nichts mit dem Alter zu tun. Man soll gehen, so lange wie man kann. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, was mich am meisten gefreut hat, dass er die beiden so eine Ohrfeige gegeben hat, so richtig einen vom Sattel gehauen hat, das finde ich richtig spitze. Und ich mag diesen alten Herrn so sehr. Also ich hoffe, dass wir da noch etliche Stunden auch noch mal am Wasser verbringen können. Aber ich sage es jetzt mal so richtig krass. Mir ist richtig einer abgegangen, wo ich gehört habe, was er gefangen hat und die beiden blatt stehen lassen hat. Ne? Und das finde ich eben klasse. Das ist eben schön. Und das können auch andere. Deswegen geht ran, egal wer, wie alt, solange wir körperlich fit seid, macht's. Geht eurem Hobby nach, egal ob es Karpfenangeln ist, Hechtangeln oder sonst irgendwas. Also, was Besseres gibt es gar nicht. Ja. Ne? Und vor allen Dingen unter Freunden. Und bleibt uns weiter treu. Passt schon so, wie es ist. Fleißig weiter kommentieren, Smileys, Daumen nach oben, Daumen nach unten. Feedback geben. Genau. Feedback, ich habe euch das letzte Mal vergessen, dieses Feedback von diesen Beithandposen
Oh ja. Also, ich sag's mal so, die Posen funktionieren. Die zeigen auch den Biss an. Also wenn der Schwimmer runtergeht, das wird rot, das funktioniert doch alles. Einziger Nachteil von den Dingern, wir sind beim Auswurf 2 einfach mal zerbrochen. Auf dem Wasser aufgeschlagen, zerbrochen. So, und ich kenne das von den Posen so, da war früher mal so Balsa-Holz drin, das wurde lackiert. Und wenn ich jetzt hier rein tippe mit den Fingern, dann sehe ich, das ist nichts anderes wie PU-Schaum, was da drin ist. Und das Ding ist von außen lasiert, mehr ist das nicht. Und das kann meiner Meinung nach auf Dauer auch nicht halten. Also diese Posen gibt es auch noch von anderen Firmen, aber wie gesagt, also die von Beidhand würde ich nicht wieder kaufen. Weil da ist mir ganz ehrlich gesagt das Geld dann zu schade. Weil ja, damals auch, ich glaube, im Angebot, glaube ich, so eine Pose 6 Euro gekostet. Dafür, dass das dann halt, ja, entschuldigt, wenn ich sage, aber das ist für mich minderwertige Qualität. Das ist einfach nur Billigprodukt und das ist... Was zu beteuert ist. Einfach, das ist mir das Geld zu schade, ja. Das ist ja aber das Ganze, das, ja. Das ist ja auch der Hintergrund. Wir machen alles, das Angelzeug ist schon nicht billig. Also da, wenn ich jetzt hier 6 Euro für so eine Pose bezahlen sollte. Solange wie es funktioniert, ist es ja okay. Ja, mag ja sein, aber es soll auch halten. Und nicht, dass ich 6 Euro in, sag ich mal, nach einem Ansatz, deutsch gesagt, im Papierkorb geschmissen habe. 12 Euro. Wie gesagt, die eine ist mir abgebrochen. Das war die, die abgebrochen ist, wo ich mit Holger und seinem Dad war. Und die ist abgebrochen beim letzten Ansatz. Das ist das nächste Video, was, also das ist das Video, was dann nach dem mit dem Holger und seinem Vater kommt. Da ist mir die zweite Pose abgebrochen. Also wie gesagt, das muss ich sagen, mega ärgerlich. Zumal sie so teuer sind. Die sind einfach zu teuer. Es ist einfach mal, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht. Auch wenn es funktioniert, aber das ist für mich minderwertige Qualität. Das ist, da kriege ich besseres Zeug, wenn ich bei Wish kaufe. Ganz ehrlich gesagt. Aber andersrum gesagt. Das wird übrigens in China hergestellt. Warum muss es eigentlich auch immer das Neueste und das eigentlich das mit das Teuerste oder sein? Früher, also wenn ich mich mal zurück entsinnen kann, was haben wir dann eben alle geangelt? Ja, aber wie gesagt, brauchen wir da irgendeinen Bissanzeiger, brauchen wir irgendwie ein Knicklicht? Nein, wir haben das früher mit einer Klammer, mit ganz einfacher Wäscheklammer gemacht. Das ist das. Aber man muss auch sehen, die Zeiten entwickeln sich weiter. Man kann ja mit der Technik mitgehen. Aber wie gesagt, die Posen funktionieren, bloß die Verarbeitung ist minderwertig. So, da haben wir das. Wir sind sowieso immer am Zusammenpacken. Habt ihr noch den Fisch gesehen, der die Nacht kam? Danach kam leider gar nichts mehr. Doch, Regen. Der Regen. Der Regen kam. Der Regen kam. Die Nacht hat es noch geregnet. Für mich war es angenehm, weil ich habe eh auf dem Schlafsack liegen müssen, weil Sonnenbrand des Todes, man sieht es ja bestimmt auf dem Kopf und der Rest vom Körper sieht auch nicht viel besser aus. Das ist wieder das, wenn man zu dumm ist, sich gegen die Sonne zu schützen, mit dem man sich mit irgendwas Sonnenschutz einschmiert, aber naja. Der Holger hat noch einen verloren, leider, ne? Du hast noch einen verloren, stimmt. Ja. Aber ich sag mal so, 5 Fische, einen verloren. Ja, ist akzeptabel. Sehr erholsam, sehr viel Spaß am Wasser, gut gegessen. Obwohl es am Anfang schwer anlief. Ja, die erste Nacht lief ja gar nicht, wie gesagt, am Anfang war es schwer, aber dann muss ich sagen, es wurde besser. Ja, im Prinzip der dritte Tag. Die erste Nacht ging gar nicht, die zweite Nacht ging einer und dann am dritten Tag ging das dann. Ja. Ja. Du musst aber auch dazu sagen, erstmal haben wir nicht immer auf denselben Platz abgelegt. Ja. Das war ungefähr, wir haben es jetzt einfach mal so probiert, Futterboot beladen, raus, ungefähr die Entfernung abgelegt. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Weil wir wissen ja auch, dass da draußen eine dieselbe Tiefe ist. Also da hast du keine Kanten, hast keine Struktur, hast nicht, das ist nur eine Badewanne. Wie gesagt, da kannst du wirklich nur mit hochwertigem Futter punktuell ablegen und hoffen, dass es funktioniert. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Mit euch beiden definitiv die alte Herrentour gerne wieder. Alte Herrentour. Ja, irgendwann kommt dann der Holger mal. Haben wir schon heute ein bisschen rumgesponnen. Das ist ein alter Rollstuhl und wenn dann aber Sabbat schieben, einfach ein Teich. Ja. Aber oder, wie hast du gesagt, schön ein paar Reifen drunter, ein paar CO2-Flaschen hinten am Arsch gefunden und dann schießen wir ab hier. Ja. Kann er mal Wasserski laufen oder so. Fenster, ja. Da kann er gleich beim Rausschießen, können wir ihm den Montage mitgehen zum Auslegen. Ja. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, gell? Ja, ja. Macht's gut. Tschüss. Ja. Schneidest du raus mit den CO2-Flaschen? Hey, das kannst du vorgehen. Nö. Ich bin zu faul. Also wenn ich mich bewege, tut mein T-Shirt wieder weh.
Ach, das T-Shirt tut dir weh. Ja, das T-Shirt, weil das reibt auf der verbrannten Haut. Ja, sei froh, dass es bloß die verbrannte Haut ist. Stell dir mal vor, ich kenne da auch Hilfe. Soll ich baden gehen? Nein, ich mach die Kamera aus. Den Nacktarsch wollen wir nicht nochmal sehen. Wenn der Lippi sagte doch vorhin, habe ich als Endschuss die Hut drin, ich fange heute noch was. Naja. So, ich habe schon Angst gehabt, dass ich der Einzige bin mit den letzten Routen drin. War ja auch so, bis vor kurzem hat Holger zwar noch eine gehabt. Und es piepte einmal, ich denke, hey, was ist denn jetzt los? Und es piepte nochmal. Ich dachte, das war nicht meine Route und da sagte Holger, möchtest du mal? Und dann lief er ab. Da haben wir einen kleinen Schubi gefangen hier. Ist zwar nicht der größte, aber wunderschön. Ja komm, ganz entspannt. Na? Petri, Libby! Petri! Danke euch, Petri, Dank! Und er hat eine geile Schuppe hier, eine geile Marmorierung auf dem Deckenkiem. Nee, Kiemdeckel, so rum.